Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Wanoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Christian, ich bin der Sascha und wir reden heute über den 3. März. Heute ist der 3. März. 3. März. Und wer hat heute Geburtstag? Heute hat Geburtstag Andreas Wolf. Andreas Kennst Wolf. Du Andreas Wolf? Andreas Wolf, das ist Andreas Wolf. Ja. Das ist ja nicht nur ein Wolf. Torwart-Titan. Das ist ja ein Tier, der Wolf, Typ. Ein Ich hab den mal im Interview gesehen neben Manuel Neuer. Mhm. Und Manuel Neuer ist ja schon groß. Ja. Und Andreas Wolf ist ja genauso groß, aber auch noch ein Bär. Ja. Das war ohne Scheiß. Volles Tier. Ey, das ist der Manuel Neuer sah neben dem aus wie so, wie so ein Spargeltarzan. Ohne Scheiß. Das ist schon echt ein Tier und ich finde sportlich, also allen größten Respekt. Wenn der da in einem Handballtor steht, ja, ist ja klar, dass da keiner vorbeikommt. Richtig, ja. Der hat Oberarme wie Oberschenkel. Oberarme, also Oberarme, weil du so zeigst, so, hä? Oberarme wie Oberschenkel. Ja. Genau, wie ja, ich zwei Oberschenkel. Richtig, genau, ja. Hammer der Typ. Was ein Typ. Ja. 3. März 2005. Was war da? Dieser ältere Herr. Was mit dem? Steve Fossett. Was Steve Fossett ist mit dem Global Flyer, den hat er den ersten Nonstop-Solo-Flug um die Welt gemacht. In 68 Stunden ist er mit einem Flugzeug um die Welt geflogen, erster Soloflug mit oder hat Steve Fossett gemacht, 2005. Was? 2005 war das? Er ist Milliardär, der hat da mehrere Sachen auch im Bereich Hochseesegeln und so weiter gemacht. Ach, das war erst 2005, da ist er das erste Mal alleine. Richtig. Einmal um die Welt. Genau. Mit dem damals Global Flyer. Und das war, wie lange hat er gebraucht, weißt du? 68 Stunden. 68 Stunden, also es ging am 3. März los oder, mhm, ging, oder war es am 3. März zu Ende? Da hat er den beendet. Da hat er den beendet. Also ist er vorher losgeflogen. Also genau. Aber am 3. März kam er wieder an. Ah, sehr gut, sehr gut. Genau. Der, wie gesagt, auch im Bereich Hochseesegeln hat er verschiedene Sachen gemacht. Moment mal, der musste auch mal schlafen. Autopilot. Wie Autopilot? Ja, wenn du um die Welt fliegst, sagst du hier geradeaus. Ja, genau. Ja, immer da am Äquator lang. Ja. Sag ich mal. Ja, genau. Sein Tod ist leider nicht geklärt. Der ist dann irgendwann wieder zu einer Mission aufgebrochen mit dem Flieger und man hat das nie so rausgekriegt. Ach so, es war Schwindibus? Für Schwindibus. Ach so. Wurde dann irgendwann für tot erklärt. Seine Frau hat es beantragt und wurde dann für tot erklärt. Aber so richtig gefunden hat man ihn nicht mehr. Ja, schade, ne? Ja. Würde ich sagen, schade. Schade. Aber auch aufregendes Leben haben. Schade. Ja, 3. März, ja, 1875, ja, hat Georges Bizet uraufgeführt die Oper Carmen, oh, in Paris. Da ist er. Ja, hier. Jetzt gesagt, hier, das ist so ein The George halt. The George. Das ist The George. Der sieht jetzt nicht so aus, als wäre er so wahnsinnig berühmt oder irgendwie sowas, ne? George Bizet. Bizet. George Bizet. Wie wird der ausgesprochen, George? Jorge. Jorge. 1850. Ne. Ja. Also jedenfalls hier, das ist der Spago von Carmen. Der kann das. Ja. Und das wurde am 3. März, Carmen wurde am 3. März 1875 uraufgeführt. Am 3. März 2005 ist es Steve Fossett. Steve Fossett? Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Autor. Wenn du das sagst. Heißt du auch Fossett? Du bist der Autor. Säulen der Erde. Ken Fossett heißt er doch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach komm. Wer es weiß, schreibt ja, bitte weiter. Vielleicht irre ich mich auch, ist egal. Auf jeden Fall, heute Geburtstag hat auch am 3. März der Andreas Wolf. Der Torwart-Titan Handball. Cheerio, Miss Sophie. Gute.